Hier habe ich ein Thema, welches für jeden ganz besonders interessant sein sollte. Es geht um eine monatliche Unterhaltszahlung von momentan 1824 Euro. Anspruch hat jeder, der sich von der BRD distanziert und sich zu Deutschland bekannt hat, somit auch als Kriegsgefangener anzusehen ist. Oh halt, das war zu schnell und zu viel auf einmal. Nun mal im Detail. Ende August 2013 reichte ich folgenden Antrag bei meiner Gemeinde ein, die ansonsten für die Zahlung von Sozialgeld, so nenne ich es mal, zuständig wäre. Kernaussage des Antrags ist die Haager Landkriegsordnung Kapitel 2 Artikel 7. Dort steht: Die Regierung, in deren Gewalt sich die Kriegsgefangenen befinden, hat für ihren Unterhalt zu sorgen. In Ermangelung einer besonderen Verständigung zwischen den Kriegführenden sind die Kriegsgefangenen in Beziehung auf Nahrung, Unterkunft und Kleidung auf demselben Fuße zu behandeln wie die Truppen der Regierung, die sie gefangen genommen hat. Den Satz sollte man zerpflücken. Die Regierung ist die selbsternannte Bundesregierung, auch wenn sie nicht legal im Amt bzw. in der Geschäftsführung ist. Wir können jedoch aussagen, dass sie zumindest momentan noch das Sagen hat. In deren Gewalt sich die Kriegsgefangenen befinden. Der Gewalt dieser Regierung unterliegen wir momentan noch. Dazu muss man sich nur einmal die bewaffneten und uniformierten Bediensteten der firmierenden Markenrechtsinhaberin Polizei ansehen, die im Auftrag dieser sogenannten Regierung anwesend sind. Warum aber Kriegsgefangene? Diesen Punkt möchte ich etwas aufschieben bis zu meiner Klagebegründung. Hat für ihren Unterhalt zu sorgen, hört sich gut für uns an. Da soll was Gutes reinkommen. In Ermangelung einer besonderen Verständigung zwischen den Kriegführenden bedeutet, es gibt außer dieser internationalen Ordnung kein anderes Gesetz, auf welches man hinweisen müsste. Die Kriegführenden sind immer noch Deutschland und viele andere Staaten dieser Welt, wenn auch Deutschland nicht mehr Krieg führen will, aber wer fragt uns schon? Unsere Rufe nach einem umfassenden Friedensvertrag werden immer lauter, aber die Machtinhaber haben ein gezieltes Interesse daran, dass der Krieg fortgeführt wird. Hier reicht ein Blick in die UN-Feindstaatenklausel. Sind die Kriegsgefangenen, also wir, in Beziehung auf Nahrung, Unterkunft und Kleidung, das kann man abkürzend als Unterhalt bezeichnen, auf demselben Fuße zu behandeln wie die Truppen der Regierung, die sie gefangen genommen hat? Das heißt nicht, dass wir in Kasernen schlafen müssen und Befehle entgegennehmen sollen, sondern dass uns derselbe Unterhalt zusteht wie, na, den Soldaten der Bundeswehr. Wenn man hier die unterste Soldgruppe annimmt, ist dies seit 2013 ein Betrag von 1824 Euro. Und es steht nicht geschrieben, dass man dafür arbeiten müsste. Es kann also Nebeneinkommen sein. So reichte ich den Antrag also ein mit den Anlagen Geburtsurkunde, Personenstandserklärung, Urkunde 146, Willenserklärung zum Freistaat Preußen, dem Staatsangehörigkeitsausweis und der aktuellen Besoldungstabelle. Die Gemeinde lehnte ihre Zuständigkeit ab mit der Begründung, ich sei arbeitsfähig und nicht im Rentenalter. Sie verwies auf das Jobcenter, da von dort Sozialgeld für die arbeitsfähige Bevölkerung kommen würde. Dem Jobcenter musste ich eine Antwort mit Gewalt abverlangen, da man sich dort kollektiv weigerte, überhaupt zu reagieren. Und hier haben wir schon das Modell einer Schiebeakte, die jeder nur weiterschiebt und sich nicht traut, sie anzufassen. Das Jobcenter musste letztendlich mit einer Fristsetzung und einer Klage vor dem Sozialgericht zur Antwort gezwungen werden. Die Klageschrift ist jetzt wieder interessant und ihr könnt sie gerne als Muster für eure Klage verwenden. Klagen vor dem Sozialgericht sind übrigens kostenlos. Im ersten Teil listete ich den Hergang von der Beantragung bis zur Fristsetzung mit den wesentlichen Anlagen auf. Daran konnte der Richter sehen, dass nun gerichtliche Klärung notwendig ist, weil eben das Jobcenter blockte. Im zweiten Teil folgt die gesetzliche Grundlage meines Unterhaltsanspruchs, nämlich die Haager Landkriegsordnung. Ich zitierte Quellen, wonach sie für Deutschland seit 1910 gilt. Anhand der Schäf-Gesetze zeigte ich die Definition für Deutschland auf und bezog mich auf das Urteil BVF 1 aus 73, dass das Deutsche Reich nicht untergegangen ist. Ich wies den Besatzungszustand durch das Grundgesetz nach und den fehlenden Friedensvertrag. Als Fazit stellte ich fest, dass wir im Zustand eines Waffenstillstands stehen und dass die BRD eine Wächterfunktion über uns Kriegsgefangene für die Besatzer ausübt. Dann legte ich meine zahlreichen Urkunden auf den Tisch inklusive ESTA-Eintrag. In der Schlussauflistung brachte ich das auf den Punkt, damit auch ein Schlafschaf als Richter die Schlüssigkeit des Antrags begreift. Das Sozialgericht teilte meinen Fall dann parallel in zwei Verfahren, ein Eilverfahren und ein langwieriges. Man bemerkt sofort am Anfang, mit welchen Mitteln das Sozialgericht mich abwürgen und den Fall unterdrücken wollte. Ich sage euch jetzt schon einmal, dass ihr trotz aller Gerichtswillkür auf das Ende warten solltet.
Das Gericht setzte mir also die Pistole auf die Brust und forderte von mir, den Klagegegner zu benennen. Dies war mir schwerlich möglich, da sogar die Gemeinde und das Jobcenter sich gegenseitig die Zuständigkeit zuschustern wollten. Ich entschied mich für das Jobcenter, da die Gemeinde mir dies schon schriftlich stark andeutete. So begann das Eilverfahren. Nun konnte, man staune, sogar das Jobcenter Stellung nehmen. Diese Stellungnahme sah so aus, dass einfach behauptet wurde, im Sozialgesetzbuch 1 steht die beantragte Leistung nicht im Paragraphen 11. Bums, das war's. Sie boten mir großzügigerweise an, ich könne meinen Antrag umdeuten auf Hartz IV. Ist das nicht putzig? Ich nahm dazu Stellung. Nach einer berechtigten Schelte gegen das Jobcenter wegen des Verhaltens, bei welchem im umgekehrten Falle jeder Sozialleistungsempfänger aufs Härteste sanktioniert worden wäre, argumentierte ich, dass es diese Unterhaltsart im SGB nicht geben mag, was aber auch unwesentlich sei, da die Haager Landkriegsordnung der Normenhierarchie nach höherwertiges Recht sei und höherwertiges Recht grundsätzlich niederes Recht bricht, wie zum Beispiel im Grundgesetz Artikel 31 klar gesagt wird. Es wäre auch möglich, dass hier eine Kriegslist nach Haager Landkriegsordnung Artikel 24 vorliegen könnte, denn sicherlich wollen die Besatzer nicht einem Teil der Bevölkerung Kriegsgefangenensold bezahlen müssen. Abschließend nahm ich noch das Personalstatut des EGBGB, also Einführungsgesetz BGB, § 5 deutlich in Anspruch. Nachdem mir nun das Jobcenter hinter dem Rücken des Gerichts einen Bescheid zuschickte und offenbar mich zu einem Widerspruch verleiten wollte, retournierte ich mit einer Zurückweisung und dem Kommentar, dass ich bei solch krummen Touren nicht mitspiele. Kurz darauf hatte das Sozialgericht Hannover, welches in erster Linie den sozial Schwachen vertreten und von Amts wegen ermitteln muss, also ohne besonderen Vortrag von mir, die erste Instanz rechtsbeugend niedergeschlagen. Die Begründung, wenn man das so nennen will, ich hätte keinen Anspruch glaubhaft gemacht, ich sei kein Kriegsgefangener, da ich meinen Aufenthaltsort selbst bestimmen könne und ich hätte ja meinen Antrag auf einen Hartz-IV-Antrag umdeuten können, was nicht erfolgt sei. Da biegen sich nicht nur die Balken, muss ich sagen. Anscheinend hatte das Gericht mit dem Jobcenter hinterrücks telefoniert und das nicht nur einmal. Denn es taucht nirgendwo im Schriftverkehr auf, dass ich nicht wirklich solche Unterlagen angefordert hätte. Der Rest der Begründung ist nur als gequirlter irgendwas zu bezeichnen. Selbstverständlich legte ich innerhalb von nur einem Tag Beschwerde beim Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen ein, mit Begründung. Zuerst legte ich die Befangenheit des Erstgerichts offen. Dann brachte ich auf den Punkt, dass das Sozialgericht Hannover in keinster Weise auf meinen Klagetext eingegangen ist, sondern nur einen Ausweg aus der Klageforderung gesucht hat, möglichst ohne das Thema auch nur zu berühren. Hiernach ging ich auf die versuchte Nötigung ein, meinen Antrag von Unterhalt auf Hartz IV umzudeuten. Nun monierte ich die fehlende Amtsermittlung des Erstgerichts, da wir hier nicht im Zivilprozess, sondern im Sozialprozess sind. Die nun folgenden Absätze meiner Beschwerde möchte ich ungekürzt vorlesen. Wie ich bereits in der Klageschrift formuliert hatte, befinden wir uns im Zustand des Waffenstillstands, also eines relativ passiven Kriegszustands, was die bekannten konventionellen Waffen angeht. Jedoch wird weiterhin Krieg gegen Deutschland auf anderen Wegen geführt. Ich nenne hier nur beispielsweise die über unseren Köpfen ausgeschütteten Chemtrails aus Aluminiumfeinstaub, nicht gekennzeichnete genmanipulierte Nahrung, Impfstoffe mit Quecksilber als Grundbestandteil, umfassende fremdgesteuerte Propaganda in den Medien, hier der US-amerikanischen Medienhoheit in Deutschland bis 2099 und die Überflutung durch und Bevorzugung von Migranten gegenüber Deutschen, ohne dass ich ausländerfeindlich wäre. Deutschland ist mein Heimatland. Meinen Staatsangehörigkeitsausweis habe ich durch meine Abstammungslinie, in Klammern Ahnen, erhalten, was bedeutet, dass auch meine Vorfahren Volksdeutsche waren. Wenn das Gericht nun behauptet, es stehe mir frei, meinen Aufenthaltsort selbst zu bestimmen, so steckt hinter dieser Aussage, ich könne mich ja aus meinem Heimatland vertreiben lassen, ich müsse ja nicht hier bleiben. Eine wahrhaft unhaltbare Ansicht. Genauso könne man einem damaligen Kriegsgefangenen sagen, er könne ja die Baracke wechseln. Wenn ich jedoch in die Nachbarländer im EU-Gebiet schaue und diese meint wohl das Gericht mit freier Aufenthaltsortswahl, so sehe ich diese Länder noch mehr im Griff der EU, die uns Europäern erklärterweise die Unterjochung angekündigt hat. Hier ein Zitat von Jean-Claude Juncker, EU-Politiker. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert, wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Wer sich unabhängig von den Propagandamedien informiert, weiß darum Bescheid.
Näheres kann ich gern auf Anfrage vortragen. Das Gericht wird höflich gebeten, diesen Hintergrund vor Entscheidung zu hinterforschen oder ersatzweise Nachfragen zu stellen. Eventuell wäre eine Anfrage auf rechtsverbindliche Aussage an die US-amerikanische Botschaft bezüglich des Besatzungsstatus und der daraus resultierenden Kriegsgefangeneneigenschaft vonnöten. Somit ist die angebliche freie Wohnortwahl ein unrealistisches Wunschdenken, welches sich bei näherem Hinschauen schnell auflöst. Kriegsgefangener war im überlieferten Sinne, wer in einem Gatter mit Holzbaracken eingepfercht bei Wasser und Trockenbrot auf seine Befreiung von der Feindesmacht wartete. Dass die Befreiung Deutschlands vom Nazismus und Faschismus 1945 nicht stattgefunden hat, ist heute fast schon Allgemeinwissen. So wie sich die Mittel der Kriegsführung geändert haben, so hat sich das Aussehen der Kriegsgefangenschaft geändert. Die Formulierung der Haager Landkriegsordnung Kapitel 2 Artikel 7 ist dementsprechend unverändert gute 100 Jahre alt und man kann sich im Zuge der fortschreitenden Entwicklung nicht im Jahre 2013 an ihrer Formulierung stoßen. Reell kann ich momentan weder mein Heimatland frei bewohnen, noch habe ich ernsthaft eine Alternative der Auswanderung in freies Gebiet, was ich im Übrigen Vertreibung nennen würde. Beispielsweise sollte man sich vor Augen führen, was denn wohl passieren würde, wenn ich ab sofort nur noch die Steuern bezahlen wolle, die zum Erhalt der Infrastruktur nötig wären, ca. 10%, und nicht von den Besatzern für eigene kriegerische Ziele abgepresst werden. Man würde mich im Auftrag und ohne unterschriebenen Haftbefehl abholen und menschenrechtswidrig ohne Beachtung des internationalen Zivilpakts für bürgerliche Rechte einsperren. Wo ist denn hier die vom Gericht behauptete Freiheit? Ich betonte abschließend, dass meine beantragte Unterhaltszahlung nichts mit einer Gegenleistung an das Jobcenter zu tun habe. Nun setzt euch mal hin, was das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen zu dieser erweiterten Beschwerdeschrift sagte. Die Beschwerde wird aus den zutreffenden Gründen des Erstgerichts zurückgewiesen. Na Leute, wie biegen sich denn hier die Balken? Man war offenbar nicht nur unwillig, sondern sogar unfähig, auf eine solche Klage sachgerecht einzugehen. Da ließ man mal wieder den Scharfrichter raushängen, sozusagen. Ach so, die Beschwerde beim Bundessozialgericht wurde mir auch gleich verweigert. Deckel drauf nennt man sowas. Aber da ich ein zäher Brocken bin, habe ich trotzdem unter Berufung auf § 5 des EGBGB, das Personalstatut, und § 6, das Ordre Public, das Bundessozialgericht angeschrieben und klargestellt, dass man mir bisher komplett den Rechtsweg versperrt hat. Kurz darauf bekam ich Post und fast hätte ich den Umschlag gar nicht erst geöffnet. Aber da steht dann zu meiner Überraschung, dass man mir bereits ein Aktenzeichen vergeben hat, was man bei einer sofortigen Ablehnung nicht getan hätte. Inzwischen habe ich den Ursprungsantrag beim lokalen Versorgungsamt abgegeben, was ein guter Tipp eines bekannten Mitstreiters war. Also, ihr seht, was so alles an Überraschungen kommen kann. Und ich finde, es sieht bis jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Selbst wenn ich scheitere, so habt ihr eine gute Vorlage und Gelegenheit, dasselbe zu beantragen, vorausgesetzt, ihr habt euch von der BRD distanziert. Das wären mal 1824 Euro monatlich nebenbei, die euch zustehen. Und zuletzt denkt darüber nach, was das für eine unglaubliche Welle wäre, wenn Hunderte oder gar Tausende von euch diesen Unterhalt bekommen würden. Denkt über die zwangsläufige Folge nach. Vielleicht können wir hier einen Stein ins Rollen bringen.